noch mal stehen zu bleiben. Es lohnt sich, hinzusetzen. Wir wechseln die Farbe. Wir sind bei Rot und wir sind bei Carmano von der Rinderunion West ROW. Carmano, meine Damen und Herren, dieser Name steht für Erfolg und wir möchten Ihnen ein bisschen erzählen, warum das so ist. Dieser Bulle ist vielleicht der deutsche Red-Holstein-Bulle der letzten Jahre. Sein Debüt hatte er im Jahr 2006 und danach kann er auf eine wirklich unglaubliche Karriere zurückblicken. 2007 und 2008 war er der am meisten eingesetzte Red-Holstein-Bulle in Deutschland. Und so geht es weiter, auch als Wiedereinsatzvererber, der er inzwischen schon ist, wird er stark genutzt. Weltweit wurden von diesem roten Star bereits über 250.000 Portionen vermarktet. Der Erfolg dieses Bullen beruht in erster Linie auf der hervorragenden Kuhfamilie. Er hat also eine sehr besondere Herkunft. Carmanos Kuhfamilie ist die L-Familie der Zuchtstätte Aussel aus Reda-Wiedenbrück. Eine Kuhfamilie, die vor allen Dingen durch die hohen Lebensleistungen ihren Pedigrees herausragt. Insgesamt 6 Kühe, die in der direkten Linie vor Carmano stehen, haben im Durchschnitt 84.000 Liter Milch gegeben. Und das ist eine ganze Menge, wenn man weiß, was da so alles im Leben einer Kuh passieren kann. Also da ist Lebensleistung pur im Pedigree vereint. Und nicht nur Lebensleistung, sondern auch Exterieur. Insgesamt haben diese Kühe, diese 6 Kühe, eine durchschnittliche Punktierung von 89,5 Punkten aufzuweisen. Ja, Herr Dr. Hartmann hat es gesagt, Markenzeichen der Familie sind bestes Exterieur, enorme Lebensleistung und lange Nutzungsdauer RZN 122. Wir können uns heute, glaube ich, sehr gut hier davon überzeugen. Diese 3 Töchter hier auf der Bühne, die können sich wirklich sehen lassen. Sie haben beeindruckende Häuter, sie haben fantastische Fundamente, da werden Sie mir zustimmen, und sie präsentieren sich extrem einheitlich. Ja, und auch hier möchten wir Ihnen mal 2 Kühe besonders vorstellen, denn auch das ist ein Zeichen für die Vererbungskraft dieses Bullen. Hier neben mir, das ist die Kuh Orna von der Biber-Rellmann GbR aus Drenn-Steinfurt. Und hier rechts von mir, das ist die Naomi von Bernhard Berkemeyer aus Lengerich. 2 Kühe, die deutschen Farben auf der Europaschau in Cremona im Einzelwettbewerb vertreten haben. Sie haben sich dort sehr gut platzieren können. Beide Kühe haben also hier die deutschen Rotbundfarben, denke ich mal, hervorragend platziert. Und ich denke mal, das ist für einen Bullen auch ein hohes Attribut, wenn er nach einem Jahr Wiedereinsatz schon 2 solcher Kühe in einem solch hochkarätigen Wettbewerb stellen kann. Ich denke mal, da sollten wir vielleicht hier schon mal einen Applaus stiften. Was Carmano kann, sehen Sie an diesen 2 Kühen. Und die dritte vervollständigt das Bild, glaube ich, doch sehr toll. Ja, so ein bisschen Leben in die Bude, meine Damen und Herren. Toll, klasse. Fanclub ist weggegangen, schade. Ja, vielen Dank, Jürgen. Ich denke, wenn wir schon bei den Showerfolgen sind, gibt es eigentlich noch mehr zu berichten als nur über diese Kühe hier auf der Bühne. Eine Carmano-Tochter wurde im März zum Grand Champion der Bitburger Fersenshow gekürt und vielen von Ihnen wird die Carmano-Nachzuggruppe aus dem Testeinsatz beim Tag der Newcomer in Kloppenburg-Beten 2006 und vielleicht auch die Wiedereinsatzgruppe auf dem Highlight-Sale in positiver Erinnerung sein. Also der Bulle hat wirklich gezeigt, dass er auch Schaukühe machen kann. Ja, was können Sie erwarten, wenn Sie diesen Bullen in Ihrer Herde einsetzen? Auf jeden Fall erstmal deutlich verbesserte Exterieurmerkmale. Das kann er in fast allen Punkten. Vor allen Dingen kombiniert er das sehr schön mit einer Verbesserung auch der Funktionalität. Sämtliche funktionalen Merkmale werden sehr nachhaltig von Carmano verbessert. Und vorheben muss man natürlich auch die Eutervererbung. Auch das ist ein Glanzpunkt dieses Bullen. Er vererbt etwas spätreifere Kühe, etwas Kühe, die als junge Pferde vielleicht etwas leicht und etwas feiner erscheinen. Diese Naomi hier von Berkemeyer ist, glaube ich, ein typisches Beispiel einer solchen Kuh. Kühe, die dann aber im Laufe der Laktation auslegen können, die die Leistung sehr schön gesund produzieren können und dann insgesamt in ihrem Leben zu sehr gut balancierten, ausgereiften Kühen heranwachsen. Auch die lange Nutzungsdauer ist sicherlich hervorzuheben und das Ganze resultiert natürlich aus diesem Komplettpaket. Ja, ich glaube, Sie alle können das gut sehen. Wir haben das heute bewiesen. Carmano gehört zu den besten Red-Holstein-Bullen des neuen Jahrtausends. Der Bulle ist gesund, er produziert Sperma bester Qualität. Er ist besonders interessant, weil diese Sperma auch gesext zur Verfügung steht.
Also, was wollen Sie mehr? Wer sich in diese Kühe verliebt hat, wer solche Kühe in seiner Herde haben möchte, der hat heute die Möglichkeit dazu. Denn, Jürgen? Ja, wir haben diesen Bullen auch integriert in unsere Rabattaktion. Auch Camano ist hier auf der Messe reduziert im Preis verfügbar. Machen Sie Gebrauch davon. Und interessieren Sie sich vielleicht auch und fragen mal nach, auch dieser Bulle hat ja gesexte Sperma, auch das können wir Ihnen heute etwas gesondert anbieten. Fragen Sie danach und testen Sie unser Angebot. Vielen Dank und Applaus bitte noch einmal für die Camano-Züchter, Vorführer und natürlich auch die Kühe.